Wohin geht die Kirche? Diese Frage, liebe Schwestern und Brüder, ist nicht nur unsere Frage. Sie ist eine Frage, die eigentlich alle Generationen der Kirchengeschichte umgetrieben hat. Wohin führt dieser Weg der Kirche? Und es gibt nicht wenige Stimmen, und sie sind eigentlich heute in der Mehrheit, die immer wieder sagen und uns weismachen wollen, der Weg der Kirche, die 2000 Jahre der Kirchengeschichte sind ein einziger Abfall vom Ursprung, von dem, was Jesus eigentlich wollte. Nichts davon ist bewahrt. Und immer wieder hat es Bewegungen gegeben, die zwar in einem guten Sinn versucht haben, diesen Ursprung lebendig werden zu lassen, aber die doch nicht in rechter Weise in Kontakt mit dem Ursprung sind. Es gab immer auch solche, die den Ursprung lebendig werden ließen und dann aber zu anderen Schlüssen kamen. Nicht das Christentum als die große Geschichte des Abfalls von einer ursprünglichen Intention, die niemand richtig verstanden hat, die man nicht richtig leben kann. Auch der heutige Kirchenlehrer, den die Kirche heute feiert, Bonaventura, stand vor solchen Herausforderungen, sich genau mit dieser Frage zu befassen. Das 13. Jahrhundert, in das er gestellt war, mitten in die Turbulenzen seines Ordens, der Franziskaner, mitten in die theologischen Turbulenzen an der Hochschule von Paris, zwischen den alteingesessenen Lehrern und diesen neuen Bewegungen der Dominikaner und der Franziskaner, mitten hineingestellt in die Bewegung der Spiritualen, die sagten, es gab ein Zeitalter Gottes Vaters, jetzt geht das Zeitalter des Sohnes zu Ende und jetzt bricht endlich das Zeitalter des Heiligen Geistes an. Als wäre, so sagt Bonaventura, Gott geteilt. Und irgendwie hat man ja auch den Eindruck, dass diese alte Platte aufgewärmt wurde und wieder aufgelegt wurde nach dem letzten Konzil. Jetzt ist endlich der Durchbruch des Heiligen Geistes da. Als wäre er vorher 1900 Jahre auf Urlaub gewesen. Überaus merkwürdig. Bonaventura bringt das auf eine ganz kurze Sentenz, die uns auch heute helfen mag. Opera Christi non deficiunt, sed proficiunt. Die Werke Christi werden nie schwächer, sondern sie schreiten immer voran. Als würde Bonaventura diesen Gedanken der Lesungen, die wir jetzt in der Josefsgeschichte hörten, aus der Genesis aufnehmen. Wir wissen, es gibt keinen Weg zurück. So haben wir mit Abraham, Isaak, Jakob und Josef gelernt. Es gibt selbst im Exil immer nur den Weg voran. Die Werke Christi werden nicht schwächer, werden nicht ausgehöhlt, sondern sie schreiten voran, auch heute. Dass wir das trotz allem manchmal hinderlichem Wust, in dem wir gestellt sind, trotz manchem Wind, der uns um die Ohren bläst oder Staub, der uns in die Augen weht, trotz manchem Dreck, den wir durchwarten haben, dass wir das nie vergessen, ist eine große Hilfe und wir sollten es Bonaventura danken. Opera Christi non deficiunt sed proficiunt. Die Werke Christi werden nie schwächer, sondern sie schreiten voran.